Du suchst nach guten Anime? Ja, dann bist du hier genau richtig. Denn ich stelle dir 10 vor, gleich nach dem Intro. In diesem Video stelle ich dir 10 Anime vor, die du einfach sehen musst. Hier ist alles dabei, von Action bis Comedy. Wenn du mehr solche Anime-Empfehlungen sehen willst, dann like gerne das Video. Dann weiß ich, dass es dir gefällt. Außerdem sage ich auch immer dazu, wo man die Serien schauen kann. In diesem Video sind alle Anime von Crunchyroll. Und das bedeutet eins, du kannst sie auch alle kostenlos schauen, ohne ein Abo abschließen zu müssen. Denn das ist der ganz große Vorteil von Crunchyroll. Fast alle Anime kann man auch kostenlos schauen. Und die Auswahl ist einfach riesig. So lizenziert Crunchyroll in jeder Season um die 20 neue Anime. Und da ist wirklich für jeden was dabei. Knallharte Action gibt es bei The God of High School. Diese Serie ist einfach ein großes Turnier. Und das bedeutet Kämpfe, Kämpfe und nochmal Kämpfe. Romantisch wird es dagegen bei Rent a Girlfriend. Dies ist die Rom-Com des Sommers. Denn sofort entstand der Kampf um das Best Girl. Welche Dame ist die Beste? Auch wenn wir alle wissen, dass niemand Shizuru schlagen kann. Oder nicht. Auch der Hype-Anime ReZero kehrt endlich mit einer zweiten Staffel zurück. Und die gibt es natürlich exklusiv bei Crunchyroll. Jede Woche gibt es neue Folgen auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Aber keine Sorge, wer lieber Anime mit Synchro schauen will, wird auch versorgt. So hat Crunchyroll eine kleine, feine Auswahl an synchronisierten Anime. Aber die bauen sie immer weiter aus. So werden aktuell 3 Top-Titel auf Deutsch vertont. Einmal die beiden Isekai-Anime Shield Hero und Slime. Aber dann auch Dr. Stone. Einer besser als der andere. Jeden Donnerstag gibt es immer 2 neue Folgen auf Deutsch. Und auch in der nächsten Season sind viele Highlights. So startet Anfang Oktober Jujutsu Kaisen. Dieses Action-Drama wird schon jetzt enorm gefeiert. Und auch Noblesse, dieser basiert auf einem der besten Webtoons. Nun bekommt er endlich auch einen Anime. Und dann gibt es noch am 2. Oktober Burn the Witch. Dieser Film adaptiert den neuen Manga vom Bleach-Schöpfer. Also super Aussichten für Crunchyroll-Nutzer. Besonders da man jetzt auch Anime offline schauen kann. Einfach Folgen aufs Handy laden und dann ohne Internet schauen. Perfekt für unterwegs. Dafür brauchst du dann das Mega-Fan-Abo für nur 9,99 €. Wenn du darauf verzichten kannst, reicht auch das Fan-Abo. Das kostet nur 6,99 €. Klicke also sofort nach dem Video auf den Link in der Videobeschreibung. Da bekommst du das Abo sogar exklusiv 14 Tage kostenlos. Danke Crunchyroll dafür. Aber nicht vergessen, alle Anime, die ich hier vorstelle, kannst du auch kostenlos schauen. Kommen wir aber nun zu der Liste. Beginnen wir mit Assassin's Bride. Dieser Action-Anime spielt in einer zweigeteilten Welt. In dieser haben nur adlige Menschen magische Fähigkeiten. Diese benutzen sie, um die bösen Monster zu bekämpfen. Milida hat jedoch scheinbar keine Fähigkeiten, obwohl sie doch zum Adel gehört. Was ist da nur los? Dies soll Kufa herausfinden. Er unterrichtet Milida in den Künsten der Magie. Doch es gibt einen Haken. Sollte sie wirklich keine Kräfte haben, muss er sie töten. Denn Kufa ist ein Auftragsmörder. Doch schließlich kommt alles anders. Und die beiden schließen sich zusammen. Denn er ist beeindruckt von Melidas Entschlossenheit und teilt somit mit ihr seine Kräfte. Doch wenn das herauskommt, sind beide tot. Assassin's Bride ist eine coole Action-Serie für zwischendurch. Mit seinen 12 Folgen ist er perfekt für den kleinen Hunger. Deutlich lustiger ist dagegen Himoto Umaru-chan. Umaru ist eine vorbildliche Schülerin. Sie ist zu allen nett und hat super Noten. Sie hilft, wo sie nur kann. Doch niemand kennt ihre wahre Seite, außer ihr Bruder Taihei. Denn wenn sie nach Hause kommt, wird sie zu einem wahren Otaku. Sie schrumpft zu einem kleinen Hamster und zockt nur noch. Naja, sie wird jetzt nicht wirklich zu einem Tier, aber sie sieht fast schon so aus. In diesem Outfit vergisst sie alle Verpflichtungen. Sie schaut nur Anime und liest Manga und kommandiert ihren Bruder herum. Aber wehe, sie bekommt nicht das, was sie will. Denn dann fängt sie sofort an zu weinen. Eine wirklich nervige Schwester. Aber trotzdem herzallerliebst. Wer mal wieder lachen will, sollte sich den Anime sofort anschauen. Denn bei Himoto Umaru-chan steht der Spaß an erster Stelle. Mehr Action gibt es wieder bei Tabu Tattoo. Ähnlich wie Umaru hilft Seigi, wo er nur kann. So ist er ziemlich stark. Weswegen er auch einen alten Mann vor ein paar Kriminellen beschützt. Dieser brennt ihm als Dank ein Tattoo auf die Handfläche. Und damit erlangt Seigi in enorme Kräfte. Doch er ist nicht der Einzige mit so einem Tattoo. So begegnet er schnell einem furchteinflößenden Mädchen, die ihn sofort zu einem Duell herausfordert. Doch ist sie wirklich böse oder gehört sie vielleicht doch zu den Guten? Tabu Tattoo überzeugt besonders mit seinen beeindruckenden Kämpfen. Leider ist die Serie mit der Zeit in Vergessenheit geraten, weswegen du sie unbedingt anschauen solltest. Wechseln wir aber nun wieder zur Romantik. Hier ist wirklich für jeden was dabei. So geht es beim Masamune-kun zu Revenge eben um Masamune. Er war damals etwas kräftiger.
Liga, weswegen er immer wieder gemobbt wurde. Besonders das Mädchen Aki hatte ihm zugesetzt, denn an ihre kalte Abweisung erinnert er sich noch heute. Doch Masamune will das nicht auf sich sitzen lassen und so schwört er Rache. Diese soll er viele Jahre später auch bekommen. Er hat in letzter Zeit enorm trainiert und wird von allen Mädchen umgarnt. Doch bei einer beißt er immer noch auf Blei, und zwar Aki. Sie ist genauso schlimm wie damals. Reihenweise stößt sie ihre Mitschüler in Verzweiflung. Wird Masamune es also wirklich schaffen, dass sie sich in ihm verliebt? Und welches Geheimnis hat sie? Warum verschwindet sie plötzlich in der Mittagspause? Masamune-kun's Revenge ist ein spaßiger Romance-Anime. Besonders schön ist, dass beide Protagonisten ziemlich stark sind und eben nicht so schnell klein beigeben. Deutlich bekannter ist dagegen Parasite the Maxim. Wer den noch nicht gesehen hat, muss den unbedingt nachholen. So fallen bei diesem Action-Drama plötzlich Aliens vom Himmel. Die kleinen Würmer können jedoch nicht alleine überleben. Und so übernehmen sie Tiere oder auch Menschen. Das ist ja schon schlimm genug. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Bei den meisten merkt man das nicht mal. Man weiß also gar nicht, dass sie unter uns leben. Auch bei Shinichi kabbelt ein Alien in ihn hinein. Doch er schafft es gerade noch so, seinen Arm abzubinden und zu verhindern, dass er komplett übernommen wird. Doch jetzt muss er mit diesem Alien zusammenleben. Und das ist nicht so leicht. Zwar wurde Shinichi durch die Transformation extrem stark und will mit diesen Kräften die Menschheit verteidigen. Doch der Wurm hat andere Pläne. Wer wird am Ende die Oberhand erlangen? Parasite the Maxim erzählt innerhalb von 24 Episoden eine spannende Geschichte. Sogar mit einem richtigen Ende. Besser geht es doch nicht. Auch ein Traum ist es, auf einer wunderschönen Insel zu leben. Oder nicht? So spielt der Drama-Anime Island auf Urashima, einer Insel weit, weit im Meer. Eigentlich leben dort alle Menschen friedlich miteinander. Doch vor 5 Jahren wurden die 3 großen Familien vom Unglück heimgesucht, weswegen sich nun Misstrauen verbreitet hat. Auch der Kontakt zum Festland wurde abgebrochen. Plötzlich wird eines Tages jedoch ein Mann an den Strand gespült. Er behauptet, aus der Zukunft zu sein. Er trifft schnell auf 3 Mädchen aus den jeweiligen Familien. Sie sind der Schlüssel zur Rettung der Insel. Werden sie diese vor ihrem schrecklichen Schicksal bewahren können? Oder ist doch alles schon zu spät? Island ist eine Dramaserie, die ziemlich ruhig beginnt. Aber schaut unbedingt weiter, denn ihr glaubt gar nicht, was da noch alles passiert. Gamers dagegen ist perfekt für alle Freunde der Videospiele. Am PC, an der Konsole oder am Smartphone. Hier kommt jeder auf seine Kosten. So ist Kelter nämlich ein richtiger Gamer. Er zockt für sein Leben gerne. Doch leider hat er keine Freunde. Dies soll sich jedoch ändern, als er Karen begegnet. Sie ist auf der Suche nach Mitgliedern für ihren Videospielclub. Und Kater würde sich dafür eigentlich perfekt eignen. Er kann sein Glück kaum fassen. Doch es gibt einen Haken. So ist Karen nur am Gewinnen interessiert. Spaß steht an zweiter Stelle. Wenn überhaupt. Und darauf hat Kater einfach keinen Bock. Wird es Karen trotzdem schaffen, ihn zu überzeugen? Gamers ist wieder ein gute Laune-Anime. Romantisch und witzig. Die Kombi funktioniert auch immer. Sportlich wird es dagegen bei Yuri on Ice. Eine Serie übers Eiskunstlaufen. Und halt, halt, nicht gleich weglaufen. Denn die ist wirklich gut. Alles beginnt damit, dass Yuri bei der Meisterschaft auf dem letzten Platz landet. Betrübt kehrt er nach Hause zurück. Er will sogar seine Schuhe für immer an den Nagel hängen. Doch das will sein Idol Victor nicht zulassen. Er hat schon mehrere Male das Turnier gewonnen und will Yuri nun trainieren. Wird er es schaffen, Yuri zu neuen Höhen zu befördern, oder ist auch er dazu nicht in der Lage? Yuri on Ice schafft es, Eiskunstlaufen spannend zu machen. Ein Sport, den vielleicht viele eher meiden. Dabei hilft es, dass die Charaktere alle auf Weltklasse-Niveau sind. Wir brauchen also nicht 100 Folgen, um mal voranzukommen. Hier sind wir schon kurz vor dem Ziel. Also gibt der Serie unbedingt eine Chance. Ihr werdet es nicht bereuen. Kommen wir nun zu Love Tyrant. Bei diesem geht es um das Death Note. Das Kiss Note. Dieses hat die Macht, 2 Menschen miteinander zu verkuppeln. Einfach 2 Namen in das Buch schreiben und dann den anderen küssen und schon erblüht die Liebe. Die Engelin Guri macht genau das. Menschen zusammenbringen, die füreinander bestimmt sind. Doch sie begeht einen schweren Fehler. Sie schreibt den Namen von Seiji in das Buch, ohne dass sie das wollte. Wenn der jedoch keinen Partner findet, stirbt Guri. Und so überzeugt sie Seiji, seiner großen Liebe endlich seine Gefühle zu gestehen. Doch seine Angebetete mag ihn nicht nur, sie ist ganz verrückt nach ihm. Aber auch bei Guri selbst entstehen für ihn Gefühle. Wie soll das nur enden? Lustig bleibt es bei Akashi Records. So geht es bei dieser Actionkomödie um Glenn. Er ist der neue Lehrer an
einer Schule für Magie. Jedoch ist er ziemlich unmotiviert. Die Schüler sollen sich selbst die Magie beibringen. Er hat darauf keinen Bock. Die Schülerin Sistine akzeptiert das nicht. Und so fordert sie ihn zu einem Duell heraus. Denn so jemand hat es nicht verdient, ein Lehrer zu sein. Zumindest denkt sie das. Er nimmt das Ganze jedoch nicht ernst und verliert auch den Kampf. Doch als die Schule plötzlich von einer dunklen Macht bedroht wird, zeigt er sein wahres Gesicht, seine wahre Stärke. Denn seine Klasse beschützt er um jeden Preis. Na, hast du einen guten Anime gefunden? Wenn nicht, dann habe ich noch einen auf Lager. So hat nämlich Crunchyroll die Action-Komödie High School DD ihrem Katalog hinzugefügt. Super, oder? Also schau unbedingt mal bei Crunchyroll vorbei. Entweder schaust du die Anime kostenlos oder schließt ein Abo ab. Ein 14-tägiges kostenloses Abo kannst du dir über den Link in der Videobeschreibung sichern. Es verlängert sich danach automatisch. Das Abo kannst du natürlich jederzeit wieder kündigen. Aber kennst du noch mehr Anime, die viel zu unbekannt sind, die man aber trotzdem unbedingt schauen sollte? Dann schreibe sie doch in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video, bis dann!